Hochbetrieb herrschte bei der Eröffnung der Bottega Regiana, die Andrea Fontana aus der Partnerstadt Quattro Castella betreibt. Ab sofort gibt es in dem Ladengeschäft in der Weilburger Bogengasse Köstlichkeiten aus der italienischen Region Emilia-Romagna. Zusätzlich können sich Gäste in dem kleinen, aber gemütlichen Lokal mit italienischen Spezialitäten verwöhnen lassen. Und mein Geschäft hat ein Motto, das ist ein Respekt vor Natur und Respekt für die Tradition. Und diese ist meine Visitkarte. Und das ist alles. Ich habe nicht alles. Herzlich begrüßen wir Herrn Andrea Fontana in unserer Stadt. Quattro Castella und Reggio Emilia halten Einzug in unsere Stadt, leben unserer Weilburg mit. Hier und heute eröffnet Herr Fontana seine La Bottega Reggiana. Wir wünschen Ihnen, sehr geehrter, lieber Herr Andrea Fontana, viel Erfolg und alles Gute mit Ihrem Einzel- und Großhandel sowie Ihrer Weinbar. Weilburg TV wird unterstützt von Ihrem Einrichtungspartner vor Ort, Wohnkauf Zeller. Am Nachmittag stürzten sich 2000 gelbe Enten selbstlos von der Brücke in die Lahn. Aber erstmal zurück. Die Ideen mit den Rennenten hatte der Rotarier Club. Für einen guten Zweck natürlich. Im Vorfeld wurden Lose verkauft mit den Nummern der einzelnen Enten. Wie viele Lose haben Sie insgesamt verkauft? Wir haben es geschafft, 2000 Lose an den Mann zu bringen und an die Frau zu bringen. Und sind wir mächtig stolz darauf, dass wir das so geschafft haben, weil der Weinerlös geht an den Förderverein der Vitus-Kliniken nach Valencia. Wie geht's jetzt weiter? Jetzt geht's gleich so weiter, dass unser eben vollgefüllter Radlader mit der Schaufel auf die Brücke gefahren kommt, auf die Oberlandbrücke. Und von dort dann wir mit Startkommando sozusagen die Enten mittels der Schaufel ins Wasser werfen. Und dann beginnen die Enten hoffentlich eben selbst auch zu schwimmen und werden sich dann schön verteilen, sodass wir insbesondere einen Sieger haben, eine Siegerente. Und es hat tatsächlich funktioniert. Nach etwa 10 Minuten bereits waren die ersten Enten am Ziel. Bis zum Abend waren schließlich alle tapferen Entchen wieder an Land gebracht, gesäubert, abgetrocknet und sortiert, um für das nächste Jahr wieder bereit zu sein, wenn es wieder heißt, rein in die Lahn. Drohnen bedrohen uns, denn sie sind gefährliches Kriegsmaterial. Nicht in unserem Fall. Fasziniert haben Technikfreaks eine Drohnenvorführung in Heckholzhausen verfolgt. Da wir zwei Stück haben, habe ich ihm gesagt, okay, wir können dir das ja mal zeigen. Und aus diesem Ich kann dir das mal zeigen, ist hier diese Veranstaltung geworden, finde ich super. Vielen Dank dafür an alle Beteiligten. Das Gelände hatte das heimische Baggerunternehmen Born zur Verfügung gestellt. Christian Riedel und Ralf Hortmann ließen je eine völlig ungefährliche Drohne in die Lüfte steigen. Die schnurrenden Flugobjekte flogen über die Wiesen, mal weiter oben, mal weiter unten und dann zurück zum Startpunkt. An den Start gegangen sind sie für die Geschichtsgruppe des Vereins für Verschönerung und Naturschutz Heckholzhausen, die sich über die Möglichkeiten der Luftarchäologie mittels Drohneneinsatz informieren lassen wollen. So, was macht eigentlich ein Archäologe, wenn er solch ein Gerät einsetzt? Er beguckt sich von oben den Boden, denn aufgrund von Vegetationsunterschieden über Mauerreste oder über aufgefüllte Gräben kann man von oben sehen, dass das Grün zum Beispiel vom Gras sich verändert hat, dass das Getreide eine andere Farbe hat und aufgrund dieser Veränderungen, auch im Winter oder nach Regen, nach einer Flut, kann man dort Spuren sehen von lange untergegangenen und überfüllten
Ortschaften, Burgen, auch auf dem Glauberg, wo wir vor 2 Jahren waren. Dieser Glaubergfürst ist aufgrund einer Luftbildsache überhaupt gefunden worden. Mit geballter Kunst und Kultur feiert das Weilburger Forum seinen 25. Geburtstag. Kunst an der Lahnschleife lautet das Motto. Auf dem Programm stehen Ausstellungen, Lesungen, Vorträge, Wanderungen und Kunstworkshops. In Zusammenarbeit mit dem Hotel Lahnschleife startet vom 23. August bis 7. September ein 14-tägiges Kunstevent im Seminarhaus des Hotels. Für junge Künstler gibt es zudem den Kunstwettbewerb Lust auf Kunst, für den die Sparkassenstiftung Limburg-Weilburg immerhin insgesamt 1.800 Euro auslobt. Mensch macht Handel fair, war das Motto des 19. Weltladentages. Das Team des Weilburger Weltladens wollte damit auf die übermäßige Machtkonzentration im Lebensmitteleinzelhandel aufmerksam machen. Viele Besucher genossen auf dem Pankrafenplatz die fair gehandelten Speisen und Getränke. Trotz stürmischen Regenwetters spielte dazu das Bläserensemble Blechbüchse und das Schnurztheater führte das Stück Das blaue Märchen auf. Es ist der 19. Weltladentag schon und der findet jedes Jahr am 2. Samstag im Mai statt. Das heißt, Sie können sich also schon den nächsten Weltladentag im Kalenderjahr 2015 notieren. Die EU und insbesondere die Abgeordneten im Europäischen Parlament können wesentlich dazu beitragen, dass im internationalen Handel die Ziele wie angemessene Arbeitsbedingungen und das Recht auf Nahrung umgesetzt werden. Gerade Europawahl wird zwar zum Teil immer wieder unterschätzt, weil man sagt, was sind die eigentlich, aber leider Gottes gibt es gerade auf europäischer Ebene immer wieder Diskussionen, die alles andere als hilfreich sind, wenn ich über Welthandel rede. Und ich würde das Thema mit der Politik nicht unbedingt nur den politischen Gremien zurückspielen, sondern dass es dann auch die Verbraucherpolitik, die wir selber als Verbraucher auch an den Tag legen können, findet ihre Kombination aus eine Welthandel und der regionalen Küche, wie Sie das hier am Weltdatentag jetzt immer wieder schon praktizieren, gelungen, weil konsequent weitergedacht, den einen Welthandel, den fairen Handel, dann bedeutet das nämlich auch, regionale Wirtschaft zu unterstützen und auch entsprechend in seinem eigenen Verhalten auch mit zu berücksichtigen. Insoweit ist das eine gelungene Kombination. Fairness beginnt immer bei mir und bei dir und nicht irgendwo in Lateinamerika oder Asien oder Afrika, sondern hier bei uns und in unserem Miteinander fängt es an. Und wenn wir untereinander fair sind, haben wir auch eine größere Chance, gegenüber anderen fair zu sein. Alles, alles Gute dem heutigen Tag und weiterhin ein so exzellentes Miteinander zwischen Weltladenteam und Rathaus wie bisher. Dankeschön, gute Zeit. Von der Bürgerinitiative Alt-Weilburg hat die Zuhörer in die Vergangenheit entführt. In die Zeit, als die Weilburger Schlosskirche ihre heutige Form angenommen hat. Graf Johann Ernst, der dieses Jahr seinen 350. Geburtstag feiert, war maßgeblich an den Plänen beteiligt. Eine Besonderheit ist der Kanzelaltar mit wechselnden Bildern zum kirchlichen Jahreslauf. Der Altar sowie der Innenraum sind, so Rudi Müller, typisch für den Kirchenbau nach der Reformation. An die Spiel-
Spielgeräte fertig los, heißt es seit der Einweihung des neuen Spielplatzes in Hasselbach. Jugendliche und Kinder können sich nun auf 2000 Quadratmetern austoben. Und erst einmal ein herzliches Dankeschön, dass ihr alle die Zeit gefunden habt. Insbesondere, dass die Kinder da sind. Ja. Aber das sind auch sehr viele Kinder, Jugendliche, die bei der Gestaltung hier in den vergangenen fast zwei Jahren mitgewirkt haben. Von daher bin ich sehr froh, dass ihr heute hier seid. Da folgten unzählige Einsätze, Arbeitseinsätze. Ich habe selbst auf die Schnelle zu Hause mit den Einladungen via Mail gar nicht mehr nachvollziehen können, wie viele es letztendlich waren. Eine zweistellige Zahl, eine sicherlich 15 bis 20 Arbeitseinsätze, die wir verteilt immer an den Wochenenden hier oben dann verbracht haben, Stunde um Stunde, und haben Spielgerät für Spielgerät eingebaut. Ganz bedeutungsvoll ist für mich und wichtig vor allem auch heute zu erwähnen, dass dieses Projekt nicht von einem Ortsbeirat allein, nicht von eins, zwei Menschen, sondern von einem ganzen Dorf gestaltet werden kann und hier gestaltet wurde. Ein Dorf erneuert sich selbst, das erleben wir hier. Ortsbeirat, Arbeitskreis Dorferneuerung und die Bevölkerung arbeiten hier von Beginn an Hand in Hand mit, und dies vorbildlich. Stellvertretend für alle danke ich hier an Ortsvorsteher Lothar Hölzgen. Viel Freude, alles Gute. Es ist Exzellentes hier geleistet worden vom Dorf und allen Partnern, die unterwegs waren über all die Jahre. Vielen Dank und alles Gute. Bis auf die Schaukeln blieb kein Stein auf dem anderen. Neu dazugekommen sind eine Seilbahn, ein Vogelnest, Sandkasten und vieles, vieles mehr. Bemerkenswert ist, dass die Hasselbacher um Ortsvorsteher Lothar Hölzgen selbst Hand angelegt und viele Arbeitsstunden investiert haben. Die Weilburg TV Nachrichten werden unterstützt vom Weilburger Altstadtladen, dem Laden von Bürgern für Bürger. SPD-Europaabgeordneter Udo Bullmann diskutierte über die Wettbewerbsbedingungen mit Juniorchef Maximilian Arnold bei der Firma Arnold in Weilburg. Der Betrieb hat seit 1950 seinen Schwerpunkt in der Fertigung von Maschinen und Anlagen für die Glasindustrie in Weilburg. Bullmann erfuhr aber auch, dass die Wettbewerbsbedingungen auf dem internationalen Markt für die deutsche Wirtschaft nicht einfach sind. Auch ist Produktpiraterie, der Nachbau hochwertiger Arnold-Maschinen in Fernost, nach wie vor ein großes Thema. Und für diese Anregungen danke ich. Ich habe schon gesagt, euch persönlich alles Gute und für das Unternehmen und die Belegschaft natürlich insgesamt auch, und auf dass es gut weitergeht. Danke nochmal für den Tag heute. Sehr gerne, vielen Dank. Schön, wann es an die Belegschaft so weitergeht.